Jetzt geht gleich die Mac los. Wir holen den Robin. Robin! Hallo? Was geht ab? Alter, auf ich hab jetzt viel Pissetos gestern Nacht gegessen. Wir wollen jetzt auf die Mac gehen, Alter. Ich dachte, du bist schon fertig. Alter, es ist Mac. Mac's für mich geil. Ja, sag ich doch. Oh. Ja, wir müssen den Leuten noch mal zeigen, wie ordentlich hinter wir es gehen. Los, alles komm. Komm. Das, ich glaube, ich schaff das heute nicht. Ich schaff das nicht. Die nächsten Anschlüsse RE nach Magdeburg Hauptbahnhof. Es tut mir mega leid. Wir sind mit hohen Ansprüchen hierher gekommen. Es war eine mega Katastrophe. Also wir haben wirklich so hart verkackt. Es war übel geil, Alter. Und, Alter, wir haben das richtig übertrieben. Es ist einfach nur Scheiße. Folgender Plan. Wir zeigen euch jetzt, wie man keine Interviews macht. Also Leute, wir sind jetzt auf der... Wir sind auf der Mac. Auf der Mac. Ey, kannst du mal kurz meine Anmoderation machen? Muss nur mal sagen, wir sind jetzt hier auf der Mac. Wir haben richtig Bock. Wir haben richtig Energie. Wir haben auch richtig Energie. Und jetzt machen wir Interviews. Jetzt musst du mir Fragen stellen. Nee, stimmt, das ist Quatsch. Ja. Du musst dir jetzt selbst eine Frage stellen. Hallo, wie gefällt es euch auf der Mac? Ja, ist ganz okay. Ist gut, ja? Alles klar, danke. Gefällt es dir auf der Mac? Super. Alles klar, hallo. Hast du deine Haare selber gefärbt? Nein. Okay, danke fürs Interview. Ich bin vielleicht etwas fertig, aber ich habe die Kraft zu erkennen, dass auf diesem Shirt Xi Jinping abgebildet ist. Free Hong Kong, Leute. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Seid ihr schon lange hier? Nein. Findet ihr das preiswert? Das, was geboten wird, muss ich sagen. Wie bitte? Das, was geboten wird, ist okay. Alles klar, danke fürs Interview. I searched for a car that would be in September or like in October, so he can visit me. And I was just searching online and then I found it just by accident. And I was like, oh yeah, it's close to my home. Why not? Oh, okay. That's how I ended up here, with him. Yes. Okay, so and do you know the Konichi? The what? Yes. You don't know the Konichi because... last year there was a famous journalistic piece about the Mac, and this year the Mac is super famous. Ooh. But last year there was not a super good piece about the Konichi. That's right. Nobody knows the Konichi. I see. Yeah. Hast du das Kostüm selber gemacht? Nein, habe ich nicht. Okay, wie lange hat das so gedauert? Gut halbes Jahr, dreiviertel Jahr hat das gedauert. Und da kann man jetzt nicht von Fast and the Furious reden, oder? Nicht unbedingt, nein. Ja. Es kommt auch darauf an, wie viele Details dann an deinem Körper sind, was Richtig. Für Extras, Hörner oder... Okay, und hast du vor, dir demnächst noch ein neues zu holen? Was legst du dich denn da so hin? auf jeden Fall, ja. Hey! Entschuldigung, wie lange hat das gedauert, das schwer zu machen? 10 Tage. 10 Tage, alles klar, dankeschön. Hallo, welche Staffel von Attack on Titan ist deine Liebste? Erste. Die erste, alles klar, danke. Entschuldigung, sind das deine echten Haare? Nein. Okay, danke. Wie lange machst du schon Cosplay? Ein Jahr. Alles klar, danke. Hallo, seid ihr das erste Mal auf der Mac? Ja. Okay. Entschuldigung, was stellst du denn da? Star Butterfly. Star Butterfly, alles klar. Die Frage wäre jetzt... Ja, hau raus. Du scheinst gerade mindestens genauso aufgeregt wie ich vor dem Wettbewerb. Ja. Ja. Also, du machst ja Cosplay. Ja. Und die Frage, die ich da habe, ist, bin ein bisschen nervös. machst du das selber quasi oder? Eigentlich alle Outfits, die ich trage, mache ich selber, außer jetzt sowas zum Beispiel, das habe ich halt gekauft. Was jetzt? Folgendermaßen. Ja,
Also Cosplay. Tief durchatmen. Genau, tief durchatmen und wir setzen nochmal einmal an. Ja, überleg dir, was du fragen möchtest und dann hau raus. Also ihr macht ja Cosplay und die Frage ist da für mich so ein bisschen... Wie wir da hingekommen sind oder warum wir das machen? Nee. Zum Beispiel Elfen-Outfits, die mache ich dann halt auch selber. Sieht sehr gut aus, deswegen ich bin ein bisschen nervös. Dankeschön. Also. Es ist natürlich dann auch interessant für die Zuschauer zu erfahren, wie lange brauchst du für sowas? Es kommt natürlich also ganz drauf an, weil es gibt Outfits, die mache ich halt basic erstmal sozusagen und dann entwickle ich sie halt über die Jahre erstmal weiter. Mhm. Wenn ihr das bastelt, seit wann machst du denn schon Cosplay? Also offiziell seit 2 Jahren. Ich muss kurz, du hast eine relativ aggressive Aussprache. Kannst du mal diesen Popschutz hier halten? Und dann nochmal, warte, so, hier vor das Mikrofon. So? Jetzt, wie lange machst du schon Cosplay? Ungefähr 2 Jahren. Ist das mittlerweile dein Alltagsoutfit geworden? Nein, definitiv nicht. Moment, du hast aber auch eine relativ aggressive Aussprache. Kannst du das hier mal kurz so? Ja, nochmal, ist nicht dein Alltagsoutfit? Nein, ist es nicht. Okay, und das, wie vielte ist das gerade? Oh Gott, das 10. Das 10. schon? Ja, ich mach das relativ schnell. Cool, alles klar, dankeschön. Gerne. Darfst du behalten. Okay, und du bist auch Cosplayerin, oder? Eher weniger. Ja, also halt dir das lieber auch mal ein. Also bei mir ist es so, ich trage ein Outfit, das ist inspiriert von einem japanischen Fashion-Stil und das heißt Gyaru. Okay, das jetzt hier gerade. Genau. Cool. Ja, also die Frage ist jetzt, wie lange seid ihr schon Cosplayer? Wie bitte, hat er gerade was gesagt? Wie lange wir schon Cosplayer sind. Ach so. Seit 2012 bin ich Cosplayer. Ja. Ja, hi. Sollen wir jetzt irgendwas sagen? Nein. Oder? Ich hab doch gefragt, also. Wie viele Kostüme habt ihr schon gemacht? Habe ich was an den Ohren oder verstehe ich ihn gerade? Ich muss jetzt auch nochmal neu nachfragen. Noch. Wie viele Kostüme habt ihr schon gemacht? Ach so, wie viele Kostüme wir gemacht haben. Wie seid ihr zum Cosplay gekommen? In dem Auto? Bei mir selbst gemacht, weiß ich gar nicht mehr, so um den Dreh rum 5, 6, aber zu Hause haben wir 35. Okay, interessant, und die Frage ist natürlich, wie viel habt ihr denn ausgegeben für das Ganze? Okay, das war jetzt zu. Das war zu leise. Oh, Entschuldigung. Also die Frage ist natürlich, wie viel habt ihr ausgegeben? Welcher ist der Lieblingsteil der Serie für dich? Oh, Dry. 3 ist der Beste. 3 ist der Beste? Ja, 1 und 2 sind okay, aber 3, oh. Die sind nur okay, das darfst du auch so sagen, ja? Ja, ja, ja. 3 ist die Beste. Ja, also die Frage ist, du hast ja jetzt einen Rocket Beans Pullover an. Und wirst gar nicht laut. Hast du schon von der Kollaboration gehört, dass sie jetzt mit Nosferatu TV gemeinsame Sache machen? Noch nicht, nein. Aber findest du gut, oder? Wenn du noch mehr schreist, bestimmt. Außer Borderlands, was sind Ghostbusters 3, ja. Some Agents. Ja, ja. Und, aber, ja. Aber. Mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Ja, aller Zeiten. Vice City. Vice City, Alter. Alter, der Soundtrack von Vice City ist der Hammer. Der Soundtrack. Billie Jean. Video Killed the Radio Star im Intro. Der Hammer. Entschuldigung, kurze Frage. Wo gibt's denn dieses Essen? Das gibt es in der Halle. In welcher? In der da. 2. Dankeschön. Kein Problem. Was war GTA 4, ich habe gedacht. GTA 4, ja, es ist mir ein bisschen zu düster. Aber in San Andreas ist der Synchronsprecher von Officer Tenpenny ist Samuel L. Jackson. Okay. Das ist super geil. Stimmt. Ja. Nash Witches
kommt ja eigentlich so aus dem 14. Jahrhundert und ich wollte es aber ein bisschen moderner haben. Okay, und was ist da jetzt moderner? Ein moderner Rock, also von dem Schnitt her auch Oberteil und die Frisur dann auch mehr an die 50er angelehnt als wie so typisch 1400, keine Ahnung was. Hast du das alles selber gemacht? Das diesmal nicht, ansonsten mache ich die überwiegend selber. Warum hast du es diesmal nicht selber gemacht? Weil zu viel Zeitmangel herrschte. Aber Cyberpunk kann halt auch, also muss nicht Steampunk sein, es kann halt auch... Ja, wie auch immer, alles klar. Und das hast du selber gemacht auch? Nein, nein, das habe ich natürlich nicht selber gemacht, das ist gekauft. Okay, interessant. Und sonst so? Ja, ich muss sagen, die Mac finde ich ziemlich gut gelungen. Alles klar, und bei dir ist jetzt... Ich weiß auch nicht, und du... Was geht bei dir so? Eigentlich nichts groß. Ich bin hergekommen mit nicht so großen Erwartungen. Hab mir jetzt mein Kissen geholt. Was für ein Kissen? Ein Ohrengesicht. Aha. Ist sie überhaupt noch auf Sendung oder wie ist das? Ja, ja sie ist. Und das hier überhaupt, ist das hier selbst gemacht, ja? Und das ist aber jetzt irgendeine Fantasiefigur, hast du ja, es selber genau ausgedacht oder alles klar? Und du, was stellst du da? Bist du Yuna? Yuna von Final Fantasy? Nein, ja, die hätte ich aber gekannt. Alles klar. Und du, Kim Possible, ist ja das noch auf Sendung, ja? Ja. Alles klar. Und dieser Lolli, kann man den essen oder nein, ist das nicht essbar? Nicht. Alles klar. Und das hier unten, das ist dein Spiel hier, das ist dein... Alles klar. Und hast du es selber programmiert, ganz alleine oder wie viele haben da Leute mitgemacht? Wie viel hat das gekostet in der Zeit und wie lange hast du ungefähr gebraucht? Genau. Das ist ein 3D-Druck. Hast du es selber gemacht? Hast du so einen 3D-Drucker zu Hause? Und ist das überhaupt nicht illegal, wenn man das auf so eine Messe nimmt? Das ist doch jetzt heutzutage irgendwie ein bisschen problematisch. Das ist egal. Und an welchem Punkt ist es illegal? Das ist keine Schusswaffe, aber es ist eine Schusswaffe. Du meinst, es ist keine Klinge dran oder wie funktioniert das? Und die hast du aber selber gemacht. Du hast selber zu Hause einen 3D-Drucker, ja? Wie viel Mühe, die da reingesteckt wird oder wie ist das alles? Spiele kosten sehr viel Mühe und sehr viel Zeit. Okay, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht dafür? 9 Monate. Neun Leute haben 9 Monate daran gearbeitet für ein Spiel am Ende. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das hier ist auch selber gemacht. Ist das scharf? Muss aufpassen, gell? Musst du wirklich aufpassen. Das ist gefährlich, wenn man hier auf der Messe darf man nicht so viele scharfe Gegenstände dabei haben. Alles klar. Und was hast du da noch in deinem super Happy Meal? Alles klar, interessant. Ja, das war ein sehr schönes Interview. Dann würde ich mich bei dir bedanken wollen. Kannst hier als Geschenk einen kleinen Apfel haben. Geil. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Das dritte Mal bereits. Freut mich jedes Mal wieder. Also, ich wollte euch fragen, ihr macht ja Cosplay. Und macht ihr quasi auch so zusammen Cosplay? Gestern waren wir alle eine Gruppe tatsächlich. Heute hatten wir aufgeteilt, die beiden gehören zusammen, wir beide. Und sie ist noch von gestern übrig. Ich mache Okay, also kann man zusammenfassen, an dem Kostüm ist eigentlich alles also so selber gemacht ist das Schwert und die Jacke und das Shirt und das Westending. Die Weste, genau. Und da hinten dieser Schwanz. Ja, genau, der ist auch selber gemacht. Und die Hörner. Ja, genau, die sind auch selbst gemacht. Die sind aus Pappe. Okay. Genau. Bei dir ist das selber gemacht? Das ist selber gemacht. Also nur die Details und das Kleid ist gekauft. Die Schuhe sind gekauft. Ja. Und das Messer ist quasi selber erstellt. Ja. Stiefel. Oh, guck mal, Iron Man, das ist ja, den mag ich. Das ist mein Lieblings-Superheld. Der ist richtig cool. Verarsch mich. Oh, nein, doch wirklich. Hier. Oh, hier. Und Miau steht da drauf. Ich liebe Katzen. Ich liebe Katzen so sehr. Bist du auch Katzenfan? Multiplayer-Horror-Game. Alter, Horror? Ja! Alter, ich liebe Horror, Alter. Aber das sieht schon echt gut aus. Das ist der Hammer. Und das hier. Oh, was ist denn das hier noch? Was ist denn das? Was ist denn das? Und wie lange hat das gedauert? 2-3 Stunden. 2-3 Stunden? Nein, nicht. Niemals. Doch. Das sieht so gut aus. Die Haare, sind die echt? Du hast echt schöne Haare. Ach so, ne, dann doch nicht. Also die sind trotzdem schön, aber deine echten sind bestimmt auch. Und was hast du hier? Oh, eine Flasche! Oh, Kürbispastete! Kürbispastete! Ich liebe Kürbispastete. Was ist das denn eigentlich? Ja. Hammer hat er. Hammer. Wie lange hat das gedauert? Also das ist Tatsache nur eine Woche. Eine Woche? Das ist in einer Woche Laber, Alter. Niemals. Oh, was sind denn das für Schuhe? Die sind ja der Hammer. Ach du Scheiße.
das ist ja der Hammer. Wahnsinn. Oh. Und da, guck mal. Ein Stück Plastik. Oh, ist das auch von deinem Kostüm? Ja. Oh, schön. Instagram ist so geil. Ich liebe Instagram. Ist die beste Plattform. Ja. Ohne Spaß. Wie heißt du da? Lara the Furry Fox. Lara. Lara unterstrich Lara ist mein Lieblingsname. Ohne Spaß. Ich liebe den Namen Lara. Ich auch. Kennst du Lara Loft? Ja. Ich liebe Lara Loft. Ey, die hat nämlich mal den Watch Dogs Song gesungen. Die, mit der ich ein Foto gemacht habe. Ja. Ja. Die ist da vorne unterwegs. Genau die. Ah, du bist ja auch da. Ey, High Five. Mary Jane. Ich liebe Mary Jane. Wer ey. Nicht? Es gibt nur einen Namen, den ich besser finde als Lara. Mary Jane. Yeah, what up? Robin. Hey. Alter, ich kann das echt nicht mehr. Hey Johannes, kannst du nicht irgendwie... Da macht Franz Nein, die Interviews. Franz macht die Interviews und du filmst. Komm, okay. Ich habe echt kein Messer mehr. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Hi, also wir sind jetzt hier mit... Georgi. Hi. Hi Georgi. Und zwar... Es ist doch völlig egal, wie er heißt. Mach einfach zum Cosplay. Kannst du dich jetzt mal verpissen, Alter? Was? Ich find's nicht schlimm, danke. Und du hast jetzt hier gerade bei einem Cosplay-Contest mitgemacht, oder? Nee, ich habe nur zugesehen, aber meine Freundin hat mitgemacht. Okay. Jetzt geh doch mal auf sein Kostüm ein. Ja, Alter, ganz entspannt. Was cosplayst du denn? Um genau zu sein, Evil Jared. Evil Jared. Der steht doch überall da, jetzt zu doch nicht. Ja, jetzt doch, man sieht kannst doch, du nicht. Robin, wir haben überhaupt kein Material. Kannst du bitte einfach aus dem Bild gehen? Sorry. Also, genau, dein Kostüm. So. Du, wen cosplayst du? Ich cosplay Link aus dem Spiel Breath of the Wild. Kennst du Link nicht, Alter? Also, ist dir bekannt, dass Nostalgia TV ein ziemlich großes Teil dazu beigetragen hat? Nein. Entschuldigung, nein. Okay, dann solltest du das auf jeden Fall nachholen. Okay, dann... Was wird denn das? Nein, ich versuche... Das ist doch scheiße. Ich versuche Interviews zu führen. Ist doch scheiße, oder? Ich bin gerade ein bisschen nervös, aber sonst eigentlich ganz gut. Das ist übelst das scheiß Interview. Jetzt frag doch mal die wichtigen Fragen, Alter. Was sind denn die wichtigen Fragen deiner Meinung nach? Naja, hat er das selbst gemacht hier, das Kostüm? Na, offensichtlich hat er das selber gemacht, so. Offensichtlich leider nicht. Aha. Und an der Hose hat sie, ja, da ein bisschen geholfen. Also kann man schon sagen, es ist eine professionelle Produktion. Du wirst quasi gespannt. Guck dir doch das erstmal richtig an, bevor du kannst das mal verzeihen. Ich hab keinen Bock mehr. Kurzer Hinweis, bedeutet das Mädel in Inuyasha-Kostüm mit den weißen Haaren, die wäre für ein Interview auf jeden Fall bereit. Die hat da alles selber gemacht alles selber und die hat auch mitgemacht bei dem... Schafft das aber heute nicht mehr, ey. Kannst du das für uns machen? Ich ein Interview! Na klar. Eure Kostüme, sind die selber gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Nur die Perücken. Frag also, mal, wie viel das kostet. Meine Perücke, ja. Wie viel kostet euer Kostüm so ungefähr? Dass also ich habe für komplett mit allem drum und dran habe ich bestimmt an die 100 ausgegeben. Und ist das biete ihr mal 120 dafür. Würdest du auch 120 für das Kostüm nehmen? Nein. Nein. Und die Maske hast du dann auch einfach gekauft dazu, oder wie? Ganz kurze Frage, kannst du nur, es sieht fürs Bild halt ein bisschen besser aus. Kannst du einfach nur das hier so mal... Klar. Ja, danke. Dass so. Du an solche Sachen nicht denkst, ey. Ja, so offensichtlich. Weißt du, das ist, da für die Scheiße werde ich auch nicht bezahlt. Ist das, das ist schon gekennzeichnet, diese Produktplatzierung von Gurkensohn, oder? Ja. Gurkensohn? Ja. Ja. Okay. So, ich bin fertig mit den Interviews. Was soll ich als nächstes machen? Oh mein Gott, wieso wird man dich denn nicht los? Was willst du wissen? Ich will nur wissen, ich bearbeite doch jetzt bei euch. Was soll ich als nächstes tun? Ich habe jetzt den Leuten gezeigt, wie Interviews nicht gehen. Genauso viel Gehalt wie alle anderen. Ja? Nichts. Nichts, okay. So, das war doch wieder sehr erfolgreich. Ich denke, ihr habt sehr viel gelernt und jetzt ist quasi das Outro. Aber ich habe irgendwie, ich habe keine Kraft mehr für das Outro. Ich glaube, ich habe dafür einen Profi. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Also, das ist jetzt das Outro? Das ist das Outro, genau. Ja. Hallo und herzlich willkommen vom Profi vom anderen Art. Mhm. Ich bin Emel Minzu, bin vom Lucky Socke Mail Café. Ich war letztes Jahr ein ganz besonderer Gast bei euch, meine ich. Ja, sehr beliebt. Also die Kommentatoren, warte mal, das ist hier gerade so ein bisschen... wir brauchen mal den Popschutz. Gib uns mal den Popschutz. Alles klar. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns nächstes Jahr bei der MAG 2020. Aber da freue ich mich jetzt schon vielen drauf. Vielen lieben Dank, bis dann. Tschüss. Wir müssen ihn zeigen, ordentlich hinter. Die Tür war noch nicht. Okay. Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich... Alles klar, Master, lass dich. Was? Ja, weil man das Dann sag das doch gleich. Du Sau, ey. Darf ich das wieder haben? Ja, sehr gerne. Möchte ich aber nicht. Guck mal, ist ganz dreckig. Ja, das ist ja gut. Weiter.
kommt immer ganz drauf an, das dauert immer. Scheiße, ich hör's mir. Hey, danke, du warst super geduldig. Wo die anderen dann auch sind. Ich kann's nicht, ich kann's nicht. Ja. Mikrofon, Guck mal, Etienne, jetzt wirst du bestimmt voll eifersüchtig. Ich habe einen neuen besten Freund. Das ist ein Video, das hast du gleich. Wir machen eine Umfrage. Was findest du, ab welchem Alter sollten Kinder ein Smartphone bekommen dürfen? Also, ich kann das ja gar nicht leiden, wenn die Kinder so mit 10 Jahren oder so schon ein Handy haben. Und deshalb finde ich vielleicht, wenn man so weiter für eine Schule wechselt, vielleicht ganz praktisch, also so 12, 13 Jahre. 12, 13, also so ungefähr das Alter, an dem man anfangen kann, das Kind zu sexualisieren. Ja. Dann, wenn man so seine Tage kriegt. Ey, da ist ein Kostüm da, mein Geschmack. Guck mal, der hat sich ein Loch zum Kacken gelassen. Oh, was ist das denn? Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, sage ich. Das hat er da hinten auch gehört. Freunde, wir zeigen euch jetzt einfach. Okay. Scheiße. Ihr lasst euch das alles gefallen von ihm? Okay. Sind wir jetzt beste Freunde oder was? Ja, natürlich. Ich dachte, du bist mein Trauzeuge. Also ich hab, shit, Alter, muss ich das löschen. Ich hab vorhin mit Gregor so einen Faustcheck gemacht, wollte ich eigentlich eifersüchtig machen. Ja. Hast aber, du wirklich? Ja. Wie denn, so? So. Ja. Mit Bombe oder ohne? Nee, hä? Das heißt bei uns Kartoffelpommes. Ja, bei mir ist es ja eine Explosion. Alter, bei dir ist einfach alles geiler als bei uns. Bisschen cooler. Okay, und wann komme ich euch besuchen? Das wollen halt die Leute wirklich wissen. Das wollen die Leute wissen? Ja, weiß ich nicht. Du kommst ja sowieso unangemeldet. Oh, ist das schön. Danke. Ey, das hast du richtig geil gemacht. Ah, nice. Gefällt mir gut. Mir auch. Ja, aber wir müssen tatsächlich gleich los. Abonniert Nosferatu. Ja. So, ich mach's kurz. Einen großen Dank natürlich wie immer an alle Patreon-Supporter. Super geil, Dankeschön. Aber das Wichtigste ist, wir machen einen 48-Stunden-Livestreams, alle aus dem Nosferatu-Universum. Und wir haben viele Gäste. Kommt vorbei auf Twitch. 48 Stunden wach, 48 Stunden live. Link in der Beschreibung und in den Kommentaren. Vielen Dank. Kommt vorbei. Ein Charity-Stream für Nosferatu TV. Super geil. Kommt vorbei und habt Spaß mit uns. Get bored wasting my time, let's go and see the world. It's been so long since we were gone, go on, swing your curve.